So Leute, moin und peace, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Also, heute geht's mal um dieses Ding da. Und auch nicht wundern, ich war die letzten drei Tage im Kopf. Meine Nase wird jetzt auch langsam zu. Ich glaube, ich krieg's noch auf jeden Fall richtig erklärt. Danke dir auf jeden Fall. Ja. Heute wird das Ding geputzt. Ja. Ich schaue euch, wie gesagt, wie immer eigentlich hier draußen im Zeitraffer rein. Putzt das Ding jetzt einfach. Ich finde es wunderbar, dass ich Fotos machen kann und das Ding auf jeden Fall auch wegschießen kann. Das ist natürlich das mit Schutzfläche. Und das andere wird dann Scheiben. Genau. Ich schaue euch jetzt den Zeitraffer rein. Der läuft jetzt. Ja Leute, soweit geputzt. Ich habe es jetzt runtergetan, weil es regnet. Gut. Oh, Digga. Also, Nase, Schnupfen. Das sind jetzt auch richtig. Ach Leute, immer diese Antrieb, Digga. Wir haben sehr schön kaum gefahren, Digga. Ja. Ja. Ich mach jetzt. Was ich ganz vergessen habe, vorhin, hier steht ja nochmal das Identische, was ich ganz vergessen habe, vorhin zu sagen noch, ab diesem Video heute steht dieses Bike da draußen, dieses Venora Freak, zum Verkauf. Wer da Interesse hat, gerne melden. Ihr merkt es, mein Schnupfen oder Ding.
Ich meine, wirklich Schnupfen habe ich nicht. Ich muss jetzt nicht Taschentuch und so und sowas. Aber Digga, mir einfach zu dumm. Ja, jetzt ist es besser klappt mit der Kamera. Und ja, jetzt steht es zum Verkauf. Ich verlinke euch mal unten meinen Facebook-Kanal. Da könnt ihr das Inserat, Bild, Foto, wie auch immer, euch das anschauen. Und wenn einer wirklich Interesse hat, nicht nur so ein Fake-Adresse, also nicht nur so Fake, ja, ich komme und dann komme nicht. Das will ich bitte nicht. Sondern wenn ihr wirklich Interesse habt, schreibt mich auf Facebook an. Wenn nicht auf eBay Kleinanzeigen, ich sehe das Fahrrad auch inseriert. Und ja, wenn ihr da, wie gesagt, Interesse habt, dann melden. Aber nicht irgendwelche solche Spaßanrufe. Ja, jetzt ist es geputzt, jetzt wird es verkauft. Wenn das Ding weg ist, habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Platz, Digi. Bei dem muss ich mich auf jeden Fall auch noch um den Reifen kümmern. Werdet ihr aber auch noch sehen und so. Und ja, dann ist das draußen und dann sind noch ein, zwei, drei Fahrräder hier drin. Und dann wird vielleicht noch mal ein Projekt bei kommen. Aber ich weiß es noch nicht. Also, darf ich ihn hoch da lassen, Abo da lassen? Ja, zu 96% oder so. 86%. Ich platziere noch mal ein. Haben Leute meinen YouTube-Kanal nicht abonniert? Sieht man auch ganz eindeutig. 50 Aufrufe. 34 Abos ist unschön. Und von dem her Abo da lassen. Und Peace und Ciao.